oder fragt, darf man lügen, um eine Sünde zu verbergen, damit sie nicht öffentlich wird? Darf man lügen, um eine Sünde zu verbergen, damit sie nicht öffentlich wird? Er sollte hier nicht lügen, sondern zweideutig sprechen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, ich wundere mich über Leute, die lügen, nachdem uns die Religion die Zweideutigkeit erlaubt hat. Zweideutig bedeutet, ihr sagt etwas, was der Zuhörer anders versteht, als wie er es meint. Zum Beispiel, du bist jetzt eingeladen bei einer Person, hat sich alles so ergeben und zum Schluss wird dir gesagt, sein Fleisch, welches er kauft, ist nicht halal. So, jetzt hast du ein Problem. Du bist bei der Einladung, du willst die Person auch nicht kränken. Was kannst du hier machen? Wenn du wirklich weißt, dass das Fleisch zum Beispiel nicht halal ist und es gibt eigentlich nur Essen mit Fleisch, dann sagst du, ich faste. Im Arabischen das Wort Sama'an, sich von etwas enthalten. Was meinst du damit? Du enthältst dich von was? Vom Haram. Was denkt er mit dem Fasten? Dass du nichts isst. Sagt man, das ist doch Betrug. Das ist kein Betrug. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in bestimmten Situationen angewendet. Als er gesucht wurde, wurde er gefragt und man wollte ihn töten. Alaihi salatu wasalam. Dann fragte man ihn, min aina anta, woher bist du? Er sagte, min ma. Ma im Arabischen heißt was? Bitte? Wasser und Sperma. Das ist alles Bedeutung. Aber als er dem Mann gesagt hat, ich komme von Ma, was hat er gedacht? Das ist irgendeine Stadt. Das heißt, er hat ihm etwas gesagt, was er in einer Richtung verstanden hat, aber hat es anders gemeint. Jetzt auch zum Beispiel, ich denke, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, beim Jum'ah, Salatul Jum'ah. Wenn eine Person Wind lässt, was sollte er tun? Was hat der Prophet sallam uns geraten? Seine Nase zu halten. Ist der Wind aus der Nase gekommen? Das heißt, warum? Das ist peinlich. Ausschau. Der tut so, als ob er Nasenbluten hätte. Deswegen hält er sich die Nase. Aber das Blut kam von wo ganz anders. Mafhum? Deswegen, aber diese Sache, diese Zweideutigkeit wendet man nicht bei jeder Sache an, sondern wenn man es braucht. Wallahu ta'ala.